Am 1. Januar 2025 kommt ein neuer Lastenausgleich und du wirst die Hälfte deines Vermögens verlieren. Immobilien, Aktien, Gold, Krypto, auch das Geld auf dem Konto, die Hälfte einfach weg. Stimmt das wirklich? Warum genau 2025? Und wie kannst du dich davor schützen? Die Antwort darauf gibt es in diesem Video. Schau dir das Video auf jeden Fall bis zu Ende an, weil am Ende werde ich dir 4 Szenarien vorrechnen, wie viel Vermögensabgabe ich selber bei einem Lastenausgleich bezahlen muss. Los geht's. Aktuell steigen die Schulden des Staates ins Unermessliche. Erst hatten wir die Flüchtlingskrise, dann hatten wir Corona, jetzt haben wir Krieg, dann kommt die nächste Flüchtlingskrise. Ach ja, und Klimakrise haben wir natürlich auch. Corona allein kostete uns im Jahr 2020 ungefähr 130 Milliarden und 2021 hatten wir sogar ein Defizit von 215 Milliarden Euro. Ja, und Anfang dieses Jahres wurden jetzt 100 Milliarden zusätzlich fürs Militär versprochen und all diese zusätzlichen Kosten, die haben wir nicht erwirtschaftet. Ja, all das wird auf Pump finanziert, die Schulden steigen immer weiter, ja, und irgendwann müssen diese Schulden ja bezahlt werden. Aktuell haben wir zwar eine sehr hohe Inflation, die Schulden peu à peu auffrisst. Allerdings ist das keine Dauerlösung, da die Bürger jetzt schon Sturm laufen gegen die hohen Benzin- und Energiepreise. Dazu kommt, dass es natürlich in jeder Krise immer Verlierer, aber auch Gewinner gibt. Laut den Linken hat der Mittelstand und die Armen in der Krise extrem verloren und die Reichen sind immer reicher geworden. Daher möchte man jetzt eine neue Vermögensabgabe durchführen in Form eines Lastenausgleichs. Um eine Vermögensabgabe via Lastenausgleich durchführen zu können, muss man natürlich erstmal wissen, wie viel Vermögen jeder Einzelne hat. Und dafür wird natürlich die Einführung eines europaweiten Vermögensregisters geplant. Ja, und wie der Zufall es gerade will, möchte die EU dieses Vermögensregister einführen und hat dafür im Jahr 2021 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, wie denn dieses Vermögensregister umgesetzt werden kann und was dort alles mit einfließt. Die offizielle Begründung ist natürlich wie immer, um gegen Korruption und Geldwäsche vorzugehen. Ein Schelm, wer Böses denkt. Schauen wir uns mal den genauen Textauszug an. Im Rahmen dieses Projektes sollen verschiedene Möglichkeiten für die Erhebung von Informationen zur Einrichtung eines Vermögensregisters geprüft werden, das anschließend in eine künftig politische Initiative einfließen kann. Die Möglichkeit, Daten über das Eigentum an anderen Vermögenswerten wie Kryptowährung, Kunstwerken, Immobilien und Gold in das Register aufzunehmen, ist ebenfalls zu berücksichtigen. Also wenn du jetzt dachtest, dieser Lastenausgleich trifft nur Immobilien wie früher, dann hast du dich geirrt. Das trifft wirklich jeden, also auch Onkel Otto mit seinem Sparbuch. Es gibt ja einige Crash-Propheten, die diesen Lastenausgleich schon länger vorhersagen und die dann natürlich deswegen sagen, oh, du musst jetzt unbedingt deine Immobilien verkaufen, um dich vor dem Lastenausgleich zu schützen und das Geld legst du dann einfach in Gold und in Kryptowährung an. Ja, aber da frage ich mich, was soll das Ganze bringen? Ja? Also wenn du jetzt vielleicht dein Einfamilienhaus schnell verkaufst, weil du Angst vor dem Lastenausgleich hast, sagen wir mal für 500.000 Euro und dann dafür Gold oder Bitcoin für 500.000 Euro kaufst, dann ist deine Vermögenssituation ja genau dieselbe. Weil all diese Werte stehen dann demnächst im Vermögensregister drin und dann musst du darauf deine Abgabe zahlen. Egal, ob du jetzt die Immobilie hattest oder ob du Kryptowährung hast. Ja, und auch das Verstecken von deinem Vermögen in irgendwelchen Stiftungen wird dir nichts bringen, weil alle Trust- und Stiftungsregister sollen ebenfalls geprüft werden. Und da stellt sich mir natürlich noch die zusätzliche Frage, was passiert überhaupt, wenn dieses Vermögensregister vielleicht mal gehackt wird? Und während du über diese wichtige Frage nachdenkst, kannst du diesem Video schon jetzt ein Like geben, sodass dieses Video noch mehr Menschen auf YouTube erreicht. Ja, und wenn das ganze Vermögen in diesem Vermögensregister erstmal erfasst ist, dann kann man natürlich die Vermögensabgabe umsetzen und als Vorbild soll dafür der Lastenausgleich von 1925 dienen. Und dieses Gesetz über den Lastenausgleich von 1952, das hatte damals zum Ziel, den Deutschen, die infolge des Zweiten Weltkrieges unzahler Nachwirkungen Vermögensschäden erlitten hatten, eine finanzielle Entschädigung zu gewährleisten. Und diese Umverteilung erfolgte dadurch, dass diejenigen, denen erhebliche Vermögenswerte geblieben waren, dass die diese Vermögensabgabe bezahlen musste. Und das betraf hauptsächlich Immobilien. Insgesamt mussten damals die Vermögenden 50% ihres Vermögens abgeben und das Ganze wurde über eine Eintragung einer Grundschuld auf die Immobilie
abgesichert. Ja, und wenn du diese Vermögensabgabe nicht zahlen konntest, dann hast du deine Immobilie verloren. Ja, und genau das möchte man jetzt auch wieder machen. Diese Vermögensabgabe soll diejenigen zahlen, die in der letzten Krise nichts verloren haben oder vielleicht sogar etwas dazu gewonnen haben. Und sie soll denen zugutekommen, die durch diese Krise hauptsächlich etwas verloren haben. Allerdings wird dabei wieder sehr viel Hetze auf die Vermögenden betrieben, wie du in dem Spiegelartikel von Klaus Michelsen von 2021 lesen kannst. In diesem Artikel schreibt der Autor nämlich, wer vor der Krise Immobilienvermögen aufgebaut hat, der steht nach der Krise kaum schlechter da, vielfach sogar besser. Immobilienbesitzer sind die Krisengewinner und man muss sie via Lastenausgleich an den Krisenkosten beteiligen. Ja. Und da habe ich mal folgende Nachricht an den Herrn Michelsen. Lieber Herr Michelsen, aus Ihnen spricht der pure Neid. Sie tun gerade so, als wenn die Immobilienbesitzer schuld an der letzten Krise waren und sich darüber auch noch gefreut haben. Aber das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Wer nämlich Immobilien kauft, damit Vermögen aufbaut, verbessert immer seine finanzielle Lage, egal ob wir eine Krise haben oder nicht. Das ist nämlich ein Zeichen von finanzieller Intelligenz. Also anstatt über die bösen Immobilienbesitzer rumzuheulen und sie für etwas bestrafen zu wollen, wofür sie gar nichts können, sollten sie lieber überlegen, wie noch mehr Menschen in Immobilien investieren können, um sich vor so einer Krise zu schützen. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Und wenn du das ganz genauso siehst, dann teile dieses Video in den sozialen Medien, sodass noch mehr Leute dieses Video sehen können und sich darauf vorbereiten können. Jetzt aber zurück zur Vermögensabgabe. Einige Politiker sprechen ja offen darüber, 30% Vermögensabgabe einzuführen. Wenn allerdings die aktuellen Probleme weitergehen und die Schulden weiter steigen, dann sind auch 50% nicht mehr auszuschließen. Und jetzt natürlich die Frage, warum soll das denn genau ab 1. Januar 2025 passieren? Und wie eben gesagt, wenn man eine Vermögensabgabe durchführen will, muss man natürlich erstmal wissen, wie viel Vermögen überhaupt vorhanden ist. Und bei Immobilien ist das natürlich sehr schwierig. Wie bemesse ich denn den Vermögenswert einer Immobilie? Nehme ich den damaligen Kaufpreis? Was ist mit Wertsteigerung? Oder nehme ich den aktuellen Quadratmeterpreis aus ImmoScout? Wenn ich zum Beispiel den Kaufpreis meiner Immobilien nehmen würde, dann hätte ich ein Immobilienvermögen von 2,8 Millionen Euro. Wenn ich dagegen aber den aktuellen Wert nehme, dann habe ich sogar 4,9 Millionen Euro Vermögen. Und das ist schon eine Differenz von 2 Millionen, was sich bei einer Vermögensabgabe natürlich deutlich auswirken würde. Du siehst, diese Wertermittlung ist ein größeres Problem. Aber wie es der Zufall will, hat unsere Regierung dafür natürlich auch wieder eine Lösung parat. In Deutschland soll nämlich jetzt gerade die Grundsteuer reformiert werden und dafür müssen alle Immobilieneigentümer neue Daten an das Finanzamt liefern. Mit diesen Daten kann das Finanzamt nämlich den exakten Wert der Immobilie berechnen und darauf dann die neue Grundsteuer erheben. Ja, und bis spätestens 1. Januar 2025 soll alles fix werden. Das heißt, spätestens ab diesem Zeitpunkt steht dann wirklich der Immobilienwert komplett fest. Ja, und hey, wenn man dann den Immobilienwert schon mal zufälligerweise hat, dann kann man natürlich auch direkt ins Vermögensregister eintragen und dann darauf die Vermögensabgabe einführen. Außerdem hat man dann bis 2025 noch genügend Zeit, um herauszufinden, wer von uns auch wie viel Gold gekauft hat und wer in welchen Kryptowährungen investiert ist. Ja. Und für Unternehmen gilt übrigens genau das Gleiche, weil die Unternehmen haben ja auch einen gewissen Wert, den man dann mit der Vermögensabgabe belegen kann. Ja, und für die Ermittlung des Unternehmenswertes wird dann der Marktwert des Unternehmens genommen. Das heißt, der letzte Jahresgewinn wird multipliziert mit 13,75 und der Wert, der daraus rauskommt, der kann dann besteuert werden. Das heißt, ein Unternehmen mit einem Jahresgewinn von 1 Million hat dann einen Wert von 13,75 Millionen und das wäre bei einer Vermögensabgabe von 50% 6,8 Millionen Vermögensabgabe. Ja, und diese 50% bzw. 30%, die hören sich natürlich extrem viel an, vor allen Dingen, wenn man sie auf einen Schlag bezahlen müsste. Das könnten viele Unternehmer und viele Immobilienbesitzer gar nicht machen. Ja, und dann müssten die Unternehmer Insolvenz anmelden und die Immobilieninvestoren müssten ihre Immobilien verkaufen. Ja, und daher würde man es auch hier genauso wie damals beim Lastenausgleich machen. Das war nämlich auch damals 1952 eine Auflage vom Bundesgerichtshof, dass durch diese
Vermögensabgabe keine Notverkäufe aufgrund von der Steuerbelastung entstehen dürfen. Deswegen wird diese Vermögensabgabe höchstwahrscheinlich wie damals auf 30 Jahre gestundet und man kann sie dann jährlich mit 1,6% bezahlen. Der Vorteil für den Staat ist auch hier, man kann diese Stundung dann auch direkt mit dem Wohnsitz verknüpfen. Das heißt, wenn dann jemand einfach aus Deutschland abhauen will, dann wird diese Stundung aufgehoben und man muss das Ganze sofort bezahlen. Und demzufolge hat man eine sogenannte neue Mauer errichtet, dass niemand einfach so das Land verlassen kann. Das ist auch nicht neu. Bei der Wegzugsbesteuerung in Deutschland machen wir das Ganze ja jetzt schon. Und da ist nämlich direkt die nächste Frage, wen trifft diese Vermögensabgabe überhaupt? Trifft es dann jeden, der Vermögen innerhalb der EU hat? Oder trifft es nur jeden Vermögenden, der auch innerhalb der EU lebt? Und wie ist es dann auch bei denjenigen, die in der EU leben und vielleicht Vermögen im EU-Ausland hat, also vielleicht irgendwelche Auslandskonten haben? In den meisten Ländern in der EU gilt ja das Welteinkommensprinzip. Wenn du in der EU wohnst, dann wird das ganze Vermögen besteuert, egal wo auf der Welt es verteilt ist, respektive es zählt zumindest zum Steuerprogressionssatz hinzu. Und selbst wenn du die EU jetzt schnell verlassen willst, um der Vermögensabgabe zu entkommen, Pustekuchen. Der Lastenausgleich, der wurde nämlich damals 1959 verabschiedet, aber auf jeden angewandt, der 1948 in Deutschland wohnte, also 4 Jahre rückwirkend. Und außerdem ist auch eine wichtige Frage, wie werden Schulden bei den Vermögenswerten angerechnet? Weil gerade für Immobilieninvestoren ist das ja eine wichtige Frage. Und auch da habe ich mal wieder genau ins Gesetz von 1952 geschaut. Dort steht nämlich in § 37.1a, Schulden, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit bestimmten Gegenständen stehen, sind in erster Linie bei dem Vermögensabteil abzuziehen, zu dem die Gegenstände gehören. Ja, und das würde natürlich heißen, dass Immobilieninvestoren mit einer 100% Finanzierung von der Vermögensabgabe verschont werden, weil sie einfach ihre kompletten Schulden gegen die Vermögenswerte gegenrechnen können. Ja, und diejenigen, die ein abbezahltes Eigenheim haben, die werden dann komplett rasiert. Allerdings muss man auch hier wieder dazu sagen, dass es 1948 noch eine Währungsreform gab, wo damals die Reichsmark in D-Mark umgestellt wurden und die verschiedenen Finanzwerte wurden ganz unterschiedlich umgerechnet. Ja, also laufende Zahlen wie Löhne, Mieten, Renten, die wurden 1:1 umgestellt, aber alle klaren Geldwerte, wie Bankguthaben, Bargeld, Lebensversicherung, die wurden im Verhältnis von 100:6,5 umgestellt. Also Sparer wurden quasi enteignet. Verbindlichkeiten wie Hypotheken, die wurden im Verhältnis 10:1 umgestellt und Vermögenswerte wie Immobilien und Aktien mit 1:1. Wenn du also damals Schulden für deine Immobilien hattest, dann warst du damals der große Gewinner, weil deine Schulden von einem Tag auf den nächsten nur noch 10% wert waren. Aber jetzt mal unabhängig von der Abzugsfähigkeit der Schulden, weil wir wissen nicht, wie das geregelt wird, wenn du eine 50% Vermögensabgabe auf 30 Jahre hast, dann bedeutet das 1,6% Abgabe jedes Jahr. Das heißt also, egal wo du investiert bist, du hast einfach 1,6% Rendite weniger jedes Jahr, weil du einfach 1,6% zusätzliche Kosten hast. Du siehst also, bei einer Vermögensabgabe geht die Welt nicht unter, dein Vermögen wird nicht weniger, du machst einfach in Zukunft nur weniger Rendite. Und rechnen wir das Ganze mal wieder an einem praktischen Beispiel. Das Nettovermögen in Deutschland im Median liegt bei rund 71.000 Euro. Ja, und 50% Abgabe auf dieses Nettovermögen wären dann 35.500, also rund 1.200 über 30 Jahre, was dann ungefähr 100 Euro pro Monat bedeutet. Du siehst also, von 100 Euro monatlich musst du nicht plötzlich unter der Brücke schlafen oder irgendwelche von deinen Assets verkaufen. Du kannst ja mal ausrechnen, wie viel monatliche Vermögensabgabe bei dir rauskommt. Ja? Rechne das Ganze mal aus und schreib es unten in die Kommentare. Ein weiterer wichtiger Punkt, der das Ganze ein bisschen abmildert, ist natürlich, dass diese Vermögensabgabe
weginflationiert wird. Die Vermögensabgabe wird nämlich einmal festgesetzt und dann ist es ein fester Wert für die nächsten 30 Jahre. In der Regel sollte nämlich dein Einkommen oder deine Rendite jedes Jahr steigen durch den Zinseszinseffekt. Das heißt, du hast jedes Jahr mehr Einkommen zur Verfügung, um diese Vermögensabgabe zu bezahlen. Das heißt, die Inflation würde in diesem Fall sogar für dich arbeiten. So, und jetzt hatte ich dir noch versprochen, dir zu zeigen, wie viel Vermögensabgabe ich bezahlen müsste. Und da schauen wir uns mal vier verschiedene Szenarien an. Wenn ich jetzt wirklich alles mit reinnehme, auch mein Unternehmen, dann würde mein Nettovermögen 4,7 Millionen betragen. Ja, und der Wert meines Unternehmens, der wurde berechnet einfach mit einem Jahresgewinn von 189.000 multipliziert mit 13,75. Ja, und bei einer 50% Vermögensabgabe wären das dann 2,3 Millionen, also rund 78.000 Euro jährlich, was bei 30 Jahren rund 6.500 monatlich wären. So, und wenn wir uns nochmal das zweite Szenario anschauen, ohne mein Unternehmen, weil mein Unternehmen habe ich letztes Jahr, als ich Deutschland verlassen habe, natürlich auch aufgelöst, dann wäre ich beim Nettovermögen von 2,1 Millionen und bei einer 50% Abgabe wären das ungefähr 1 Million. Also ungefähr 35.000 Euro jährlich auf 30 Jahre, was dann ungefähr 2.000 Euro monatlich bedeutet. Ja, und im dritten Szenario nehmen wir doch einfach mal die Kaufpreise meiner Immobilien anstatt der aktuellen Verkehrswerte. Dann wäre ich bei einem Nettovermögen von ungefähr 87.000 und das würde ungefähr 1.457 Euro jährlich bedeuten, also 121 Euro monatlich. Und das wäre natürlich ohne Probleme machbar. Ja, und im vierten Szenario, das ist sehr spannend, da würden wir mal schauen, wenn jetzt meine Schulden wie damals vorher einfach mit 10 zu 1 entwertet werden würden. Ja? Dann würden also aus den 3 Millionen Schulden, die ich aktuell habe, nur noch 300.000 Euro Schulden wären, also 10%. Und mein Nettovermögen würde von einem Tag auf den nächsten um 2,7 Millionen Euro steigen. Ja. Aber statt 2,1 Millionen Euro Nettovermögen wäre ich dann bei ungefähr 5,1 Millionen Euro Nettovermögen und müsste ungefähr 2,5 Millionen Euro Vermögensabgabe bezahlen. Ja? Also vorher habe ich 2,7 Millionen Euro Vermögen gewonnen, weil meine Schulden entwertet wurden. Und jetzt muss ich 2,5 Millionen Euro Vermögensabgabe bezahlen. Ja? Also das ist sogar ein Gewinn von 200.000 Euro, die ich in dem ganzen Konzept machen würde. Und deswegen gibt es ja auch viele Leute, die sagen, oh, ich würde mich über den Lastenausgleich freuen, weil vorher wären erstmal alle meine Schulden weginflationiert und ich wäre sogar der Gewinner von so einem Lastenausgleich. Ja, nichtdestotrotz müsste ich dann bei 2,5 Millionen Euro Vermögensabgabe ordentlich löhnen, was ungefähr 7.000 Euro monatlich wären und wieder eine ganze Stange Geld. Du siehst also, die Range von der Vermögensabgabe liegt bei mir zwischen 121 Euro pro Monat und 7.000 Euro pro Monat. Und das ist einfach eine riesengroße Spanne. Und da das so eine riesengroße Spanne ist, kann man eigentlich aktuell nicht wirklich damit planen, weil man gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Deswegen alles steht und fällt mit der aktuellen Grundsteuerreform, die denn ab 2025 umgesetzt wird. Und auch da gibt es eine ganze Menge zu beachten. Deswegen schau dir auf jeden Fall als nächstes folgendes Video an, weil dort habe ich alle Details zur kommenden Grundsteuerreform detailliert beschrieben.